Es hat begonnen. Wie ich dieses Warten vor der Schlacht hasse. Lass dich nicht nervös machen, Nago. Sonst steckst du dein Reittier auch noch an. Wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Ja, Lise. Sie sind auf unser Spiel eingestiegen. Während die Armee der Allianz sie ablenkt, greifen wir die Brücke an. Nago, du nimmst die Fahne der Befreiungsarmee. Warte den richtigen Moment ab. Dann fliegst du auf den Turm und hisst unsere Flagge. Jawohl, um jeden Preis. Dann los, Ralga ist mit uns. Auf in den Kampf!
Flucht! Dagegen komme ich nicht an. Ich zögere nicht mehr. Es gibt nur noch den Weg nach vorn. Sieh nur! Die Flagge! Der Sieg ist unser! Wir haben gesiegt! Ja! Ihr habt noch lange nicht gewonnen, ihr Witzfiguren! Hey, verdammt, bleib hier! Lass, Lise. Wir haben gewonnen. Das ist genug. Der Augenblick wird kommen. Was ist das für eine Flagge? Unser Stützpunkt kann doch nicht gefallen sein! Seht! Unsere Flagge weht wieder über unsere Heimat! Wir haben gesiegt! Metzelt alle übrigen Galeer nieder! Wir ziehen uns zurück! Rückzug! Kommandantin, Sie haben die 4. Infanterie aufgerieben. Wenn Sie noch mehr Verstärkung bekommen, sind wir geliefert. Wir müssen uns zurückziehen. Zurückziehen? Glaubst du etwa, dass Xenos das verzeihen würde, wenn wir vor einem unterlegenen Gegner den Schwanz einziehen? Aber wenn sich die Ananta auf die Seite der Rebellen schlagen, ist unser Fluchtweg abgeschnitten. Ich rate euch dringend zu einer Neuformierung. Verflucht! Dabei hatten wir sie fast! Also gut, Rückzug. Und vergesst das Mädchen nicht, verstanden? Es ist nur ein kleiner Sieg, aber es ist ein Sieg. Wir haben ein Stück unserer Heimat zurückerobert.
Ihr seid gekommen. Willkommen in meiner Heimat. Das ist das Dorf meines Stammes. Das Dorf ist von den Kämpfen verschont geblieben? Ja, uns ist nichts geschehen. Aber die Ananta haben eine Botin geschickt und um Hilfe gebeten. Ich bringe euch zu ihr. Was ist passiert? Können wir euch helfen? Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Es ist so. Die Kalyana sind mit den Garlean zusammengestoßen. Die Kalyana sind der zahlenmäßig größte Stamm der Ananta. Die Vira, die mit uns kooperieren und an der Seite der Befreiungsarmee kämpfen, bilden nur eine Minderheit. Die Kalyana dagegen meiden den Kampf. Sie haben sich den Garlean untergeordnet und leben zurückgezogen in ihrem Revier. So ist es. Die Kalyana haben ihren Stolz verloren und kriechen vor den Garlean im Staub. Doch dann haben die Garlea Geiseln verlangt. Diese Frau, die über die schwarze Brücke herrscht. Fordula und ihre Wolfsschädel. Aber warum Geiseln von den Kalyana? Es sind doch die Vira, die mit uns zusammenarbeiten. Die Garlea haben nie versucht, uns zu verstehen. Für sie sind alle Ananta gleich. Die Garlea hatten wohl Angst, dass sich die Ananta vom Ostufer des Velodyna auflehnen könnten. Dann wären sie zwischen ihnen und unseren Truppen am Westufer eingekesselt. Haben die Kalyana also wie befohlen Geiseln gestellt? Ja. Die Anführerin Shanti musste sogar ihre geliebte Tochter ausliefern. Jeden Tag hielt sie mit tränenverschleiertem Blick Ausschau, ob ihre Tochter nicht wieder freigelassen würde. Doch dann habt ihr die Brücke überrannt. Shanti hatte die Schlacht beobachtet und als die Galea flüchten wollten, stellte sie sich ihnen in den Weg. Sie forderte ihre Tochter zurück. Darauf würde Fordula doch nie eingehen. Und das tat sie auch nicht. Stattdessen hat sie ihr die Klinge an den Hals gesetzt und freies Geleit gefordert. Die Anführerin wich aber nicht. Sie wollte ihre Tochter wieder. Und so kam es zu der Tragödie. Oh nein! Fordulas Männer hatten Angst, sie waren umzingelt von Ananta-Kriegerinnen. Aber sie mussten tun, was ihnen befohlen wurde. Die Erbin der Kalyana starb vor den Augen ihrer Mutter. Wie schrecklich! Doch damit nicht genug. Die Anführerin rief unsere Göttin herbei, die gütige Lakshmi, um ihre Tochter von den Toten zurückzuholen. Eine Beschwörung? Das darf doch nicht... Ja, die Kalyana hatten alles fortgeworfen, ihren Stolz und ihre Kampfbereitschaft. Nun blieb ihnen nichts, als alles in die Hände der Göttin zu legen. Die Garlea waren von Furcht erfüllt und flohen. Nur die blutüberströmte Prinzessin blieb zurück und die Göttin, die ihr zur Hilfe gerufen wurde. Die Kalyana in Wut und Trauer wandten sich nun gegen uns Vira. Sie verlangten, dass wir uns ihrer Lakshmi beugten. Doch sie war nicht die Göttin, an die wir glauben wollten. Und deswegen habt ihr uns um Hilfe gebeten.
So ist es. Wir haben gehört, dass unter euch eine große Heldin ist, die sogar Götter besiegte. Gut, einverstanden. Wenn ein Primae beschworen wurde, dann müssen wir uns um ihn kümmern. Lasst uns die möglichen Maßnahmen besprechen.